Grüße euch. Das ist meine erste Wochenlegung. Ich hoffe, sie gefällt euch. Vom 16.06. bis 22.06.2014. Ihr habt die Auswahl zwischen dem grünen Malachit, einem Bergkristall und einem Rosenquarz. Ich beginne mit dem Malachit. Wir haben die Baba Yaga, die wilde Frau, die auf dem Mörser ein Stück durch die Gegend saust. Baba Yaga, wilde Frau, ich gehe durch den Wald, ich spreche vertraut mit den Tieren. Ich tanze barfuß im Regen, nackt und frei. Ich reise auf Fahrten, die ich selber erschaffe und so, wie es mir gefällt. Meine Instinkte sind wach und glasklar, meine Intuition und mein Geruchssinn alles durchdringend. Frei zeige ich meine Lebendigkeit, meine reine, übersprudelnde Fröhlichkeit, zu meiner eigenen Freude, denn das ist meine Natur. So muss es sein. Ich bin die wilde, fröhliche Lebenskraft. Komm her und begegne mir. Mythologie? Baba Yaga, eine wilde, slawische Göttin der Geburt und des Todes, ritt einst auf ihrem Mörser. Einem außergewöhnlich harten Kessel, in dem sie einen Stößel, Nüsse, Korn und anderes zermahlen wurden, durch die Lande. Mit ihrer wilden und rauen, alles durchdringenden Art trennte sie die Spreu vom Weizen, machte alles Überflüssige dem Erdboden gleich. Ihr Haus stand auf Hühnerbeinen und tanzte durch die Gegend. Sie war ein Sinnbild für die Lebenskraft, wie sie das geerntete Korn in sich trägt. Deshalb war für sie die Zeit des Sterbens auch der Herbst. In Russland wurde diese Göttin zur bösen Hexe umgedeutet, die tief im Wald lebt und Kinder verschlingt. Bedeutung der Karte. Baba Yaga fliegt auf ihrem Mörser in dein Leben, um dich wieder in Kontakt mit deiner wilden Frau zu bringen. Verbinde dich jetzt wieder mit dem Natürlichen, dem Ursprünglichen, dem Instinktiven. Schüttel dein Haar, lockere deinen Körper, krempel dein Leben um. Hast du deine wilde Frau in den Kerker verbannt? Hast du sie in Ketten gelegt? Mundtot gemacht, eingesperrt und das alles nur, damit die Leute dich nett, niedlich oder ordentlich finden? Befreie sie, du brauchst sie. Sie ist in deiner Freude, deiner Lebendigkeit, deiner Kreativität. Sie ist du und du brauchst jeden Teil von dir, um in deine Ganzheit zu tanzen. Baba Yaga erinnert dich, wie wichtig es ist, diesen wilden Teil von dir zu integrieren. Denn ausgegrenzt kann er selbstzerstörerisches Verhalten verursachen. Die ursprüngliche wilde Kraft muss sich äußern. Und du entscheidest, ob sie zerstörerischen oder kreativen Ausdruck findet. Das Ritual zu Baba Yaga. Zurück zur wilden Frau. Wähle eine Zeit oder einen Ort, wo du nicht gestört wirst. Lege oder setze dich bequem und mit gerader Wirbelsäule hin und schließe die Augen. Atme tief ein und lasse die Luft mit einem Geräusch wieder aus den Lungen entweichen. Atme tief ein und atme mit einem Summen wieder aus.
Sehe, spüre oder fühle nun einen Baum vor dir. Es kann ein Baum sein, den du kennst, oder ein Baum, der nur in deiner Vorstellung existiert. Beim dritten, tiefen Einatmen stehst du direkt vor dem Baum. Du gehst um ihn herum und siehst auf der anderen Seite eine riesige Öffnung im Stamm. Tritt in diese Öffnung hinein. Wenn du drinnen bist, fühlst du, wie du sinkst, tiefer und immer tiefer, tiefer und tiefer. Du reist im Wurzelwerk des Baumes herum. Es fühlt sich sicher und angenehm an, und du gibst dich ganz dem Gefühl des Abwärtsfließens hin. Immer tiefer und tiefer. Am Ende der Wurzel findest du dich auf einer Schaukel wieder, die dich direkt in die Unterwelt befördert, wo du dich bequem auf einem Kissen wiederfindest. Es ist nun Zeit, deine wilde Frau zu rufen. Um sie zu rufen, kannst du pfeifen, heulen, singen, tanzen oder Musik machen. Wenn sie dann zu dir kommt, danke ihr dafür. Frage sie, was du brauchst. Sie wird es wissen und dir das Nötige geben. Wenn sie dich als Gegenleistung um ein Geschenk bittet, bringe ihr das Gewünschte mit einem offenen Herzen dar. Nun frag sie, ob sie bereit ist, mit dir zurückzugehen und ein Teil deines Lebens zu sein. Sie sagt ja und du umarmst sie. Während du dies machst, spürst du, wie ihr beide miteinander verschmelzt, zu einer Person werdet. Du hast das Gefühl, größer zu werden, stärker und ausgedehnter zu sein. Eine Welle von Lebendigkeit und Freude durchflutet dich. Jetzt ist es Zeit, zurückzukommen. Geh zur Baumwurzel und spüre, wie du schwebend nach oben getragen wirst. Nach oben und immer weiter nach oben. Spüre, wie du dich erfrischt und erneuert fühlst, mit Energie aufgeladen und lebendig. Wenn du oben in der Innenseite des Baumes angekommen bist, tritt heraus und atme tief ein. Beim Ausatmen kehrst du in deinen Körper zurück. Wenn du soweit bist, öffne die Augen und freue dich, wieder bei dir zu sein. Die nächste Karte ist die 8 der Stäbe. Die 8 der Stäbe wird Seligkeit genannt. Feuer wird nicht mehr in Verbrennung und Zerstörung in Verbindung gebracht. Es verkörpert den erhabensten und feinsten Aspekt der Energie. Als divinatorische Bedeutung wird vorgeschlagen, eine schnelle, zielgerichtete Bewegung. Seit langem fällige Vorhaben werden ausgeführt, ein Treffen, das neue Möglichkeiten aufzeigt. Nächstes ist eine Engelkarte. Hebraja. Die Reinigung. Hebraja, die Reinigung,
Haben Sie sich zu lange ins vermeintliche Vergnügen locken lassen? Sind Sie zu weit von Ihrem höheren Lebensziel entfernt? Dann ist Reinigung der einzige Weg, der Sie zu Glück und Erfüllung führt. Diese Engelkarte ist einerseits die Aufforderung, sich von schlechter Gesellschaft und ungünstigen Einflüssen freiwillig zu trennen. Andererseits ist sie die Warnung, dass Sie durch schicksalhafte Ereignisse mit einem schmerzhaften Reinigungsprozess rechnen müssen. Es ist notwendig, in Klammer nötig, um zu wenden, dass alles, was Sie auf Ihrem Weg ins Licht behindert, im Feuer der Reinigung verbrannt wird. Wenn Sie die Reinigung selbst einleiten, sich zu Verzicht durchringen, bleibt Ihnen so mancher Schicksalsschlag erspart. Auch wenn Sie zunächst federn lassen, danach erstrahlen Sie in neuem ungeahnten Glück. Mögliche Gefahr, nicht zu erkennen, dass eine Umkehr nötig ist. Hebraja hilft Ihnen, die Reinigung anzunehmen und durchzustehen. Tageskarte, weg mit Genussgiften, starten Sie eine Fastenkur. Probleme nicht unter den Teppich kehren. Da habe ich noch eine vom Bambusorakel, eine Weisheit. Sinuau Go. Um die Unzuverlässigkeit zu tilgen, bedarf es der Sanftmut. Um die Verwirrung zu beenden, bedarf es des Weitblicks. Um die Unrast zu vermeiden, bedarf es des Wohlbehagens. Um die Rücksichtslosigkeit zu bannen, bedarf es der Zärtlichkeit. Um das Eigenlob zu zermürben, bedarf es des Verstehens. Um die Nörgelei zu bremsen, bedarf es der Großzügigkeit. Üben Sie sich in Toleranz und vergessen Sie nicht, dass andere dieselben Rechte und Pflichten haben wie Sie. Ja, das ist doch ganz nett. Nächste Malachit mal zurück. Jetzt kommen wir zum Bergkristall. Die Isis. Die Mutterliebe. Isis Mutterliebe, ich empfing, trug und gebar alles Leben. Aus Liebe schenkte ich euch meinen Kindern, da meinen geliebten Gefährten Osiris, Herr der Pflanzen, Gott des Korns, damit er geschnitten wurde und wiedergeboren, mit meiner Heilkunst pflege ich euch nach Krankheit gesund, schuf euch Kleider, befand Webstuhl und Spinnrad, wacht über eure ersten Schritte und half euch, aus der Kindheit zur Reife zu gelangen. Selbst am Ende war ich bei euch, um eure Hand zu halten und euch in die Unsterblichkeit zu führen. Ihr wart alles und ich gab euch alles. Ich war alles für euch, Isis, große Göttin, Allmutter. In der Mythologie bedeutet Isis, auch bekannt als Auset, in Klammer, unübertreffliche Göttin, und Isis Panthea, in Klammer Isis, die allgegenwärtige Göttin,
Klammer zu, wurde an vielen Orten verehrt, darunter in Ägypten, im Römischen Reich, in Griechenland und Germanien. Als Osiris, ihr geliebter Gefährte, von seinem Bruder Seth getötet, zerstückelt und in alle Winde zerstreut wurde, machte sich Isis auf den Weg und sammelte alle Teile wieder ein, um sie wieder zusammenzusetzen. Das Einzige, was sie nicht finden konnte, war sein Penis. Deshalb ersetzte sie diesen in eine Nachbildung aus Gold. Mit ihren magischen Kräften und durch ihre Heilkünste gelang es ihr, Osiris wieder ins Leben zurückzubringen. Sie empfing durch den goldenen Penis ihr gemeinsames Kind, den Sonnengott Horus. Als die Tempel der Isis zu christlichen Kirchen gemacht wurden, verwandelte sich Isis mit ihrem Kind Horus auf dem Schoß in die Jungfrau Maria mit dem Jesuskind. Bedeutung der Karte. Das Erscheinen von Isis in deinem Leben sagt dir, dass es Zeit ist, sich selbst zu bemuttern. Hast du bisher all deine mütterliche Energie nach außen gegeben und dich dabei vernachlässigt? Hast du kürzlich ein neues Projekt begonnen oder bist du gerade Mutter geworden? Hast du das Gefühl, irgendetwas in deinem Leben braucht mütterliche Fürsorge, aber du weißt nicht so recht, wie du sie schenken kannst? Hast du von deiner eigenen Mutter oder von deinen Bezugspersonen die mütterliche Zuwendung erhalten, die du brauchtest? Isis macht dich darauf aufmerksam, wie wichtig es ist, ausreichend mütterliche Energie zu bekommen, damit alte Wunden heilen können. Jede braucht die Erfahrung, bemuttert zu werden. Ganz egal, ob als junges Mädchen, reife Frau oder als weise alte Frau. Ritual. Besuch bei Isis. Suche dir eine Zeit und einen Ort, wo du nicht gestört wirst. Setze oder lege dich bequem mit gerader Wirbelsäule hin und schließe die Augen. Atme tief ein und atme aus in dem Ton Ma. Atme tief ein und atme wieder auf den Ton Ma aus. Du lässt dabei alles los, was noch festhältst. Atme erneut tief ein und spüre, fühle oder sehe beim Ausatmen, dass du auf einem ruhigen, klaren Fluss in einem kleinen Boot bist. Es ist ein warmer, sonniger Tag und das Boot schaukelt dich sanft hin und her. Vor und zurück, hin und her. Du liegst auf weichem Kissen, während das Boot dich auf dem Fluss entlang trägt. Genieße die Wärme der Sonne und die Bewegung des Bootes auf dem Wasser. Das Geräusch der Wellen, die gegen das Boot schlagen. Lasse dich in einen seligen, entspannten Zustand gleiten. Jetzt fühlst du dich sicher genug, um die Frage zu stellen: Wo brauche ich in meinem Leben mütterliche Fürsorge? Wo spürst, fühlst oder siehst vor deinem geistigen Auge eine Zeit, dessen Lebens, Vergangenheit oder Gegenwart, in der du dringend Mutterliebe gebraucht hättest, sie dir aber nicht gegeben wurde? Lasse zu, dass Gefühle hochkommen, die zum Ausdruck gebracht werden wollen.
Das Boot treibt an eine Landstelle und hält. Du setzt dich und siehst vor dir den Tempel der Isis. Du steigst aus und gehst den Weg hinauf bis zum Eingang des Tempels. Du siehst deine Schuhe aus und betrittst den Tempel. Im Inneren ist es dunkel. Nur an der Eingangstür hängt eine brennende Öllampe. Du nimmst die Lampe und gehst damit in die Tiefe des Tempels. Suchst dir einen Platz, an dem du dich wohlfühlst. Stellst die Öllampe auf den Boden und setzt dich davor und rufst: Isis. Isis erscheint und fragt dich, was du brauchst. Du erzählst ihr von der Zeit mit deinem Leben, in der du mütterliche Zuwendung dringend gebraucht hättest, und bittest Isis, dir jetzt diese Fürsorge zu schenken. Lasse dich von ihr liebevoll umarmen, gib dich dem Gefühl des göttlichen Umsorgtseins ganz hin. Bleibe so lange in den Armen, bis deine Sehnsucht gestillt ist, bis du ganz von ihrer Liebe erfüllt bist. Jesus bittet dich um ein Geschenk und du gibst es ihr gerne. Und mit offenem Herzen, wenn du zum Gehen bereit bist, bedanke dich bei ihr. Isis verschwindet und du nimmst die Öllampe, bringst sie zurück an ihren Platz und verlässt den Tempel. Das Boot wartet schon auf dich. Du steigst ein und lässt dich von dem Boot zurückbringen. Du bist ganz erfüllt von einem Gefühl der Entspannung, des Neugeborenseins und des tiefen Friedens. Ein Boot kommt an der anderen Seite des Flusses an. Du atmest tief ein und atmest ganz langsam wieder aus. Wenn du soweit bist, öffnest du die Augen. Willkommen. Die nächste Karte. Die fünf der Kelche. Die Enttäuschung. Die fünf der Kelche wird Enttäuschung genannt, was nur natürlich ist, angesichts der Tatsache, dass Feuer großes Vergnügen an unerreichlicher Energie findet, während das Wasser der Freude von Natur aus ruhig ist und jede Störung des Wohlbefindens nur als Unglück angesehen werden kann. Als divinatorische Bedeutung wird vorgeschlagen für gewöhnlich ein trauriges Gefühl, wie wenn man verraten oder schlecht behandelt wurde. Und was die Sache noch verschlimmert, ist das Fehlen eines einsichtigen Grundes. Die Engelkarte. Hundrum. Größe und Gelassenheit. Hundram. Größe und Gelassenheit. Sie sind aufgerufen, sich geduldig und vertrauensvoll in den Ablauf ihres Lebens zu fügen. Sie sollen je mehr Abstand zu allen Dingen gewinnen, vorausschauender, besonnener reagieren und erkennen, dass alles, was geschieht, auch das Schmerzhafte, einen tieferen Sinn hat, der ihre Entwicklung fördert, erst wenn sie aufhören, gegen den Strom zu schwimmen
und Eigensinn und Hochmut überwinden, kommt der Erfolg. Erst wenn sie aufhören, es krampfhaft erzwingen zu wollen, bekommen sie das Gewünschte. Folgen sie ihren spontanen Impulsen und ihrer inneren Stimme, dann treffen sie jetzt die richtigen Entscheidungen. Mögliche Gefahr, vor der Verantwortung in die Einsamkeit zu flüchten. Hontram verhilft ihnen zu mehr Demut und Selbstvertrauen, sodass sie sich dankbar der göttlichen Führung anvertrauen, den Sinn ihres Lebens mehr und mehr erfahren. Als Tageskarte enttäuschen sie eine Freundin nicht. Vertrauen sie der Hilfe, die ihnen angeboten wird. Gehen sie nur auf Vorschläge ein, die ihnen sinnvoll erscheinen. Das Bambusorakel. Ein schönes Bild. Muss ich noch mal gucken? Okay. Hiye. Möchtest du jemanden auf seine Fehler aufmerksam machen? Ist es ungeschickt, die Rede sofort darauf zu bringen? Besser ist es, zunächst seine Vorzüge zu loben. Dies ist nicht als Trick zu verstehen, sondern als Respekt vor dem Gegenüber, das die Fehler ja nicht willentlich macht. Zudem helfen sie diesem Menschen, seine Fehler einzusehen, ohne sein Gesicht zu verlieren. So, der Rosenquarz. Schauen, welche Göttin wir hier gezogen haben. Usume, das Lachen. Ist das nicht schön? Ist herrlich, das ist eine schöne Karte. Wunderbar. Usume, Lachen. Vor die felsige Höhle des Himmels, in der die Sonnengöttin Amaterasu Omikami ihr strahlendes Gesicht versteckt hatte und vor der die versammelten Götter und Göttinnen vergeblich versucht hatten, sie herauszulocken, trat ich selbst mit großer Ernsthaftigkeit, mit feierlicher Entschlossenheit, mit gebührendem Abstand und erhabener Miene und mit einem Bum, einem Bum, hob ich mein Kimono und entblößte mich auf eine Weise, dass den hochgestellten Zuschauern die Kinnlade herunterfiel und ihnen das Wasser im Munde zusammenlief. Dann spielte ich Puppentheater mit den Lippen meines Schoßes und legte ein kleines Lippenbekenntnis ab. Ich hob eine Brust über die eine Schulter und die andere Brust über die andere Schulter. Mit einem Bumm und einem Bumm und einem Bumm, 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 Bumm landete ich auf meinem Hinterteil. Unter dem schallenden Gelächter und der Belustigung der geschätzten Menge. Meine Brüste waren verknotet, meine Beine ausgestreckt wie eine Fußmatte. Ich rief die Geister, bot ihnen meinen Körper an, doch sie verweigerten sich, ihn zu nehmen. Die Menge johlte und lachte, als ich weiter tanzte, solange bis Amaterasu Omikami es nicht mehr länger aushielt und herausstürmte, weil sie sehen wollte, was los war.
So lockte Gelächter die Sonnengöttin aus ihrer Höhle und brachte das Licht und die Wärme zurück in die Welt. In der Mythologie bedeutet Useame Schamanengöttin des alten Japans, wird nachgesagt, dass nur ihr es gelang, die Sonnengöttin Amaterasu Omikami aus der Höhle zu locken, in der sie sich versteckt hatte. Uzumi veranstaltete einen derben Tanz, in dem sie sich über schamanische Rituale lustig machte, vor den versammelten Gottheiten, die vor Lachen brüllten, präsentierte sie ihre Brüste und spielte mit ihren Genitalien. Der Aufruhr, den sie verursachte, war so laut und verlockend, dass Amaterasu, schließlich von Neugier getrieben, aus ihrer Höhle herauskam. Bedeutung der Karte. Uzumi tanzt ihren kosmischen Tanz in dein Leben, um dir zu sagen, dass du jetzt deine Ganzheit mit Lachen und Humor stärken kannst. Lachen entspannt uns, verhilft uns zu einer anderen Perspektive und manövriert uns sacht durch schwierige Situationen. Hast du das Leben in letzter Zeit zu ernst genommen? Wann hast du das letzte Mal so richtig gelacht? Kannst du auch wohlwollend über dich selbst lachen? Vielleicht wirst du vom Leben gerade mit solcher Grausamkeit herausgefordert, dass es dir schwerfällt, eine gegenwärtige Situation mit Humor zu sehen. Uzumi sagt, du gewinnst Ganzheit, wenn du dich für das Lachen entscheidest und den Humor in allen Herausforderungen des Lebens siehst. Ritual. Uzumis Theater. Finde eine Zeit, einen Ort, wo du nicht gestört wirst. Setze oder lege dich mit gerader Wirbelsäule bequem hin und schließe die Augen. Nimm einen tiefen Atemzug und atme aus in einem Ha-ha-ha-ha. Atme wieder tief ein und ziehe die Schultern beim Ausatmen dreimal hoch und runter. Nehme noch einen tiefen Atemzug und atme aus mit einem Ha-ha-ha-ha. Und ziehe dabei die Schultern auf und ab, so als würdest du dich vor Lachen schütteln. Atme wieder tief ein und während du ausatmest, siehst du, spürst du oder fühlst du die felsige Höhle des Himmels. Beim nächsten Atemzug siehst du, wie du selbst vor der Höhle stehst. Du trittst ein und um dich herum ist es warm und angenehm. Eine kleine tanzende Sonne erscheint vor dir und leuchtet dir den Weg durch die Dunkelheit der Höhle. Du folgst der tanzenden Sonne, erfreust dich an ihrer spielerischen Leichtigkeit und wirst immer entspannter und gelassener. Die Sonne führt dich zu dem Licht, das du am Ende der Höhle siehst, und du trittst hinaus in die Unterwelt. Hier triffst du Uzumi, die dich warmherzig und mit einem liebenswürdigen Lächeln begrüßt. Sie nimmt dich an der Hand und führt dich zu einer Bühne, vor der ein paar Kissen liegen. Sie setzt sich auf die Kissen und bedeutet dir, es ihr nachzutun. Sie fragt dich, was du brauchst. Du erzählst ihr, dass du den Humor, die Komik in einer bestimmten Situation deines Lebens erkennen möchtest. Sie ist einverstanden, dir zu helfen. Während du ihr die Einzelheiten beschreibst, wird die gesamte Situation vor dir auf der Bühne nachgespielt. Nachdem du deine Erzählung beendet hast, klatscht Uzumi zweimal in die Hände und die ganze Szene wird von einmal gespielt.
Aber dieses Mal als Komödie mit einem lustigen Lieblingsschauspieler und mit richtigen Clowns. Es ist alles sehr witzig und du musst selbst lachen und fühlst dich leicht und sorglos. Nachdem die Szene beendet ist, klatscht Usome wieder in die Hände und alles verschwindet. Du dankst der Göttin und sie bittet um ein Geschenk, das du ihr gerne und mit offenem Herzen gibst. Sie begleitet dich zurück zum Höhleneingang, wo du schon von der tanzenden Sonne empfangen wirst. Du und die Sonne, ihr tanzt beide euren Weg durch die Höhle und du fühlst dich mit Energie aufgeladen, erfrischt und lebendig, fühlst dich leicht wie eine Feder. Am Höhleneingang angekommen, nimmst du einen tiefen Atemzug und kommst beim Atmen zurück in deinen Körper. Atme weiter mit tiefen Atemzügen und wenn du soweit bist, öffne deine Augen. Willkommen daheim. Und schauen wir mal, was die nächste Karte uns bringt. Die 6 Schwerter, die Wissenschaft. Die 6 Schwerter heißt Wissenschaft. Erfolg wird nicht mehr nur durch Trennung und Streit erzielt, sondern es ist die Intelligenz, die zum Ziel führt. Als divinatorische Bedeutung wird vorgeschlagen, die Entwicklung neuer und ungewöhnlicher Ideen hilft, Schwierigkeiten zu überwinden. Dies kann in gewisser Weise mit einer Art Brainstorming verglichen werden, bei dem durch kreatives und spontanes Denken Lösungen gefunden werden, die neue Horizonte öffnen. Na? Die Engelkarte ist Laugada. Die Vollendung, na, das ist doch toll. Das ist so, besser kann's doch nicht sein. Laugada, die Vollendung. Wunderbar, für sie kommt eine Zeit, in der sie sich mehr und mehr verwirklichen können. Alles, was sie jetzt lockt, bringt sie ein großes Stück voran. Sie sprengen Grenzen, bringen Projekte zur Vollendung. Was immer sie in Angriff nehmen, beflügelt ihre Seele, erweitert ihr Bewusstsein. Großartige Dinge kommen auf sie zu. Ein finanzieller Gewinn, eine glänzende Karriere oder Erfüllung in der Liebe. Sie erfahren an allen Fronten ihres Lebens Schutz und Hilfe. Je mehr Probleme und Schmerzen sie überwunden haben, je mehr Begeisterung sie in ihrer Arbeit investieren und je mehr sie geleistet haben, desto tiefer empfinden sie jetzt die Freude. Sie sind glücklich, das Sprungbrett erreicht zu haben, das sie an die Spitze ihrer Möglichkeiten katapultieren kann. Mögliche Gefahr, selbstgefällig zu werden, zu hohe Erwartungen zu haben. Laugada stärkt ihren Optimismus, öffnet ihnen die Türen zu mehr Erfolg und Glück. Tageskarte. Bringen Sie eine wichtige Angelegenheit zum Abschluss. Kämpfen Sie für Ihre Interessen. Nur Mut, Sie liegen richtig. So, vom Göttinnenorakel. Das ist eine schöne Karte, oder? Die 5. Was haben wir denn da? Welche Weisheit bringt euch durch die Woche?
Jedes menschliche Unglück ist die Folge von Unduldsamkeit. Lernen Sie zu warten. Ungeduld hat noch nie zum Erfolg geführt. Letztlich kommt die Lösung immer von dort, woher man sie gar nicht erwartet hat. Und es gibt immer eine Lösung. Wenn Sie die Lösung nicht finden können, so können Sie es jedoch der Lösung ermöglichen, sie zu finden. Ach, das ist doch schön. Herrlich, oder? Na, besser können wir sie in der Woche nicht machen, oder? Ich wünsche euch auf jeden Fall eine wunderschöne Woche und hoffe, ihr seid zufrieden mit meiner Legung. Schöne Woche noch.